In knapp 2 Monaten ist es soweit, dann startet die Molding Expo 2017 hier auf dem Stuttgarter Messegelände. Ja, und wir haben bereits heute ein Highlight für euch. Und welches es ist, das verrät uns jetzt einer der Projektleiter der Molding Expo, und zwar Florian Schmitz. Hallo Flo. Hallo Steffi. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast jetzt gleich ein Highlight zu verkünden. Ich bin schon gespannt, welches. Ja, sehr gerne. Die Zeit nehme ich mir natürlich gerne bei so einem besonderen Tag, bei so einem Highlight. Ich würde sagen, da können wir erstmal einen Tröd lassen. Wir haben 700 Aussteller seit gestern. Genau, die Marke haben wir geknackt und ist natürlich ganz arg toll für uns, das zu sehen. Wow, herzlichen Glückwunsch. 700 Aussteller. Wie fühlt sich's an? Ja, fühlt sich natürlich toll an für uns, wenn man einfach sieht, dass die Messe Molding Expo auch nach dem Superstart 2015 weiter so gut angenommen wird und dass wir nochmal einen draufsetzen können. 2015 über 600 Aussteller in 3 Hallen. Wir haben eine Halle mehr für 2017 und jetzt auch schon zusätzlich zu mehr Fläche auch größere Ausstellerzahlen. Ganz arg toll für uns. Wie kannst du dir diesen Schwung in den letzten Wochen erklären? Ich glaube, es hängt ganz arg viel damit zusammen, dass langsam die Früchte getragen werden, die Anstrengungen, die wir seit 2015 gemacht haben. Wir sind weiter im Gespräch geblieben mit Verbänden, mit unseren Partnern, mit den Ausstellern und auch international. Und das ist, glaube ich, das, was in den letzten Wochen passiert ist, dass ganz viele Firmen aus dem Ausland gesagt haben, jawohl, die Chance an einem Gemeinschaftsstand teilzunehmen auf der Molding Expo, die lassen wir uns nicht nehmen und sind 2017 direkt dabei und warten nicht nochmal 2 Jahre bis 2019. Euer Engagement hat sich jetzt also ausgezahlt. Ja, 700, das ist eine ordentliche Hausnummer. Hand aufs Herz, hat es eigentlich noch Platz für weitere Aussteller? Bejahe ich gerne. Wir haben noch Platz, wenn wir gerade hier einen Blick mal werfen auf, ja, auf den Hallenplan. Beispielsweise in der Halle 6 gibt es noch ganz, ganz wenige Stände. Und auch in den anderen 3 Hallen haben wir auf jeden Fall noch Flächen übrig, sodass wir da gerne mit den Ausstellern ins Gespräch kommen und auch für Kurzentschlossene noch verfügbare Flächen finden. Wie meldet man sich denn an für die Molding Expo? Ja, das Gesicht hat man jetzt hier schon mal dazu, einer der beiden Gesichter und natürlich noch ganz viele andere Gesichter, die da drumherum noch mitarbeiten. Einfach bei uns melden, anrufen, E-Mail, auf der Webseite stehen die Kontaktdaten, gerne bei uns melden. Wir freuen uns, wenn wir ins Gespräch kommen und uns einfach austauschen und das Beste für alle Beteiligten dabei rausholen. Also liebe Zuschauer, nicht zögern, bei der Website vorbeischauen, www.molding-expo.de. Dort stehen dann auch alle Kontaktdaten. Ja Flo, ich habe es vorher schon angesprochen, es sind noch knapp 2 Monate, das heißt die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Was steht denn noch so an? Ja genau, wie du sagst, 2 Monate ist natürlich für uns Endspurt eingeläutet. Mhm. Ja, Besucherwerbung ist in vollem Gange, das bedeutet auch für uns, Besucherprospekt ist frisch gedruckt, ist versendet worden. Wir freuen uns auch da, dass wir mit ganz vielen Partnern wieder ein tolles Rahmenprogramm auf die Beine stellen werden. Von Foren, von Sonderschauen, auch das Thema Nachwuchs werden wir bespielen. Das gilt alles in den nächsten 2 Monaten noch richtig final zu besprechen und zu planen. Und gleichzeitig natürlich auch mit den Ausstellern in Kontakt zu bleiben. Die Aussteller machen ihre Katalogeinträge, haben noch verschiedene Bestellungen. Da wollen wir auch der Ansprechpartner sein und der auch bleiben. Ist uns auch wichtig, dass die Aussteller da den Kontakt direkt zu uns suchen können, dass wir da einfach im Austausch sind. Es gibt also noch einiges zu tun. Ja, vielen Dank für die Informationen. Ich wünsche dir und natürlich dem ganzen MAX-Team ganz viel Erfolg bei den letzten Vorbereitungen und bedanke mich ganz herzlich, dass du dir extra jetzt die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Die Zeit nehmen wir uns natürlich sehr gerne immer. Und wir freuen uns einfach auf eine tolle 2. Veranstaltung mit ganz vielen Firmen, Ausstellern und auch Besuchern und freuen uns darauf, jetzt ganz viele Gesichter, mit denen man vielleicht jetzt auch schon mal Kontakt hatte, dann persönlich mal kennenzulernen. Ich freue mich auch auf die MAX. Ja, viele Grüße von uns beiden hier von der Messe Stuttgart und bis zur Molding Expo 2017 Ende Mai.